Am Nordufer der Seine, oberhalb eines hässlichen Straßentunnels, versammeln sich Menschen aus der ganzen Welt zu jeder Tages- und Nachtzeit. 1987 wurde diese Kopie der Freiheitsstatue Frankreich von den USA als Symbol der Freundschaft geschenkt. Doch sie wurde aus einem ganz anderen Grund zu einer inoffiziellen Gedenkstätte. Und dieser unscheinbare Platz wurde zu einer der weltweit größten Pilgerstätten, vergleichbar mit Lourdes. Denn genau unterhalb dieses Ortes fand eine der größten Ikonen unserer Zeit, Diana, Prinzessin von Wales, ihr gewaltsames, plötzliches und schockierendes Ende. In unserer globalisierten Mediengesellschaft wurde diese Szene auf Anhieb Teil unserer kollektiven Erinnerung. Aber was ist hier wirklich passiert? War es ein normaler Verkehrsunfall, verursacht von einem Fahrer, der zu viel getrunken hatte und zu schnell gefahren war? Oder wurde Diana ermordet? Diese Sendung bringt Licht in die Verschwörungstheorien und Zweifel. Wie starb Diana? Ich habe erst gedacht, es sei ein Scherz. Die Leute sagen so viele Dinge, dass sie getötet worden sei und dass es Mord war. Daher will ich Bescheid wissen. Ich denke, entweder hat sich jemand am Auto zu schaffen gemacht oder ihr Auto wurde absichtlich gerammt. Mord. Ich glaube, sie wurde umgebracht. Man wird es nie wissen. Die königliche Familie fand Diana vielleicht peinlich. Ich glaube an eine Verschwörung. Sie wurde ermordet. Nach einem Urlaub am Mittelmeer Ende August 1997 waren Prinzessin Diana und ihr Freund Dodi Al-Fayed auf dem Rückweg nach London. Sie machten einen Zwischenstopp in Paris und wohnten in Dodis Apartment an den Champs-Élysées. Seit der Ankunft wich das Paar den Paparazzi aus. Am Abend brach es einen Besuch in einem eleganten Restaurant ab, um für die Nacht Zuflucht im Ritz-Hotel Paris zu suchen, das Dodis Vater Mohammed Al-Fayed gehört. Als sich die aufdringlichen Paparazzi vor dem Hotel einfanden, änderten Dodi und Diana ihre Absicht, die Nacht im Ritz zu verbringen und beschlossen, in Dodis Wohnung zurückzukehren. Sie versuchten unauffällig aus dem Hinterausgang des Hotels zu schlüpfen. In einem weiteren Versuch, die Presse abzuschütteln, hatten sie vor, nicht direkt zu Dodis Apartment an den Champs-Élysées zu fahren, sondern einen Umweg entlang des Flusses zu nehmen und später kehrt zu machen. Um 0.20 Uhr am Morgen des 31. August, so die Anzeige der Videoüberwachungskamera des Ritz-Hotels, verließ das Paar das Hotel und trat seine letzte verhängnisvolle Fahrt an. Der Fahrer des Wagens war der Sicherheitschef des Ritz, Henri Paul. Ein Bodyguard, Trevor Rees-Jones, saß auf dem Beifahrersitz. Diana saß hinten auf der rechten Seite. Dies ist die Route, die sie nahmen. Die List, mit der die Paparazzi abgeschüttelt werden sollten, funktionierte nicht. Dodi und Diana wurden beim Verlassen des Ritz entdeckt. Einige Paparazzi folgten ihnen auf dieser Straße. Über diese Fahrt wissen wir recht genau Bescheid. Nicht nur, weil die Paparazzi dicht hinter ihnen waren. Der Wagen wurde auf dem Weg auch von verschiedenen Augenzeugen gesehen. Der Mietwagen, ein schwarzer Mercedes S280, beschleunigte und versuchte, den Fotografen zu entkommen. Ungefähr 3 bis 4 Minuten nach Verlassen des Ritz, kurz nach 0.23 Uhr, erreichte der schwarze Mercedes die Unterführung an der Pont de l'Alma und verunglückte.
Ich sah diesen schwarzen Mercedes auf der anderen Seite des Tunnels. Ich sah Rauch am Wrack aufsteigen und die Hupe war noch zu hören. This pretty woman was sitting on the floor between the two rows of seats. Diese gut aussehende Frau saß auf dem Boden zwischen den beiden Sitzreihen. Sie war bewusstlos. Sie stöhnte nur und bewegte ihre Arme und Hände in alle Richtungen. Das heißt, dass sie unter Schmerzen litt, aber nicht sprechen konnte. Ich musste mich auf den Rücksitz setzen, um an ihr Gesicht zu kommen. Ich wollte ihr das Atmen erleichtern und hatte Mühe, ihren Kopf anzuheben, bevor ich den Beatmungsbeutel aufsetzen konnte. Doch danach begann sie ein wenig mehr zu reagieren. Der Notruf von Dr. Maillet ging um 0.26 Uhr ein, etwa 2,5 Minuten nach dem Unfall. 6 Minuten später, um 0.32 Uhr, erreichte der erste von 3 Krankenwagen die Unfallstelle. Dr. Maillet verließ kurz darauf den Ort des Geschehens, offenbar immer noch ahnungslos, wer die Frau in dem Auto war. Der Unfall ereignete sich etwa um 0.23 Uhr. Doch im Krankenhaus kam Diana nicht vor 2.06 Uhr an, also 1,75 Stunden später. Wenn sie eine Verletzung gehabt hat, die behandelt werden musste, warum hat es so enorm lange gedauert, sie von der Unfallstelle ins Krankenhaus zu transportieren? In einer Großstadt ist dies eine lächerlich lange Zeit. Also, was war damals im Tunnel los? When the car hit the pillar. Als der Wagen auf den Pfeiler traf, kam die dem Pfeiler zugewandte Seite des Wagens offensichtlich sofort zum Stehen. Die Seite, auf der Diana saß, bewegte sich noch ein Stück. Das ist der Grund dafür, dass der Wagen sich drehte. Dadurch wurde ihr Herz durch den Brustkorb geschleudert und kurz so weit nach rechts verlagert, dass die linke Lungenarterie abriss. Wenn sie angeschnallt gewesen wäre, hätte der Sicherheitsgurt den Aufprall abgefangen. Ihr Herz hätte sich nicht so weit verlagern können. Es wäre von ihrem Brustbein aufgehalten worden. Sie hätte Prellungen am Herzen gehabt, aber die Ader wäre nicht abgerissen. Am Körper von Prinzessin Diana war nicht viel zu erkennen. Ihr Gesicht war unverletzt. Nur ein paar Tropfen Blut, das war's. Und ein paar Tropfen auf der Kleidung und auf ihren Beinen. Das war alles. Inzwischen war der Rettungsdienst eingetroffen und hatte Dr. Maillet abgelöst. Es war schwierig, Diana aus dem Wrack zu befreien. Sie hatte eine lebensgefährlich verletzte Person hinter sich und die Leichen auf der rechten Seite. Es gab also wenig Zugriffsmöglichkeiten. Und natürlich war es eine Zeit, in der man sehr auf Wirbelsäulenverletzungen achtete. Die Rettungskräfte wollten nicht schuld daran sein, dass Prinzessin Diana im Rollstuhl sitzt, weil sie einen Fehler gemacht haben. Es ist, als ob ich Ihnen eine Büchse Sardinen gebe, die ich vorher mit einem Hammer bearbeitet habe, eine Stoppuhr starte und Ihnen sage, dass Sie die Sardinen heil herausholen sollen. Die Situation verschlimmerte sich, als Prinzessin Diana aus dem Wagen geholt wurde. Ihr Herz hörte auf zu schlagen. Die Wiederbelebung verursachte eine weitere Verzögerung. Das Notarztteam brauchte ungefähr eine Stunde, bis der Krankenwagen um 1.35 Uhr losfahren konnte. Er fuhr zum 6 Kilometer entfernten Krankenhaus La Pitié-Salpêtrière. Ein neues Auto, schwer aufzuschneiden. Eine schwierige Gesamtsituation. Mehrere Opfer im Fahrzeug. Das war nicht die schnellste Bergung. Auf der anderen Seite aber auch nicht unangemessen langsam. Auf dieser Route fuhr der Krankenwagen mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 20 Stundenkilometern. Es war etwa 1.55 Uhr, als der Krankenwagen auf der Pont d'Austerlitz in Sichtweite des Krankenhauses erneut anhalten musste. Dieses von einem Paparazzo aufgenommene Bild zeigt einen Polizisten, der den Krankenwagen begleitete.
Er verhandelt über Handy mit dem Krankenhaus. Im Krankenwagen ein Arzt, der versucht, Prinzessin Diana wiederzubeleben. Ihr Herzschlag hatte erneut ausgesetzt. Der Krankenwagen erreichte endlich um 2.06 Uhr die Klinik Pitié-Salpêtrière. Le boulevard se couvre de... Die Straße war voller Blaulicht. Von ihrem Anfang da hinten bis hierher. Nur der Polizeipräfekt hatte Zutritt und er sagte zu mir: Monsieur, ich requiriere das Krankenhaus. Das ist ein sehr starkes Wort in Frankreich, requirieren. Er sagte weiter: Ihr Krankenhaus unterliegt meiner Kontrolle und ich bin der Einzige, der hier entscheidet. Die Krankenwagen kommen hier an. Es gibt einen direkten Zugang zu den Operationssälen, eine Etage tiefer. Und dort haben sie die Prinzessin von Wales behandelt. Wie Dr. Calland hat auch Monsieur Mérès Verständnis dafür, dass der Krankenwagen so lange gebraucht hat. Wir hatten es mit Verletzungen zu tun, die mit höchster Präzision, Millimeter für Millimeter behandelt werden müssen. Wenn eine Arterie oder Vene abreißt, dann bedeutet das das Ende. Sie war bereits kurz davor zu sterben. Wenn der Krankenwagen schnell gefahren wäre, hätte das den Tod nur beschleunigen können. Ein anderer Umstand erregt den Verdacht derjenigen, die an Prinzessin Dianas Ermordung glauben. Warum fuhr der Krankenwagen zur Salpêtrière-Klinik, obwohl mindestens zwei große Krankenhäuser näher an der Unfallstelle liegen? Die Pariser Krankenhäuser unterliegen einem Dienstplan, der einen rotierenden Notdienst vorsieht. In jener Nacht waren wir an der Reihe, die Fälle mit hoher Dringlichkeit zu übernehmen. So wird das intern genannt. Und das heißt, dass sich die besten Experten und alle erforderlichen fachlich geschulten Mitarbeiter hier vor Ort in Bereitschaft befanden, um die Patienten zu behandeln, die mit dem Hubschrauber eingeliefert werden und in sehr schlechter Verfassung sind. In dieser Nacht hatten wir Bereitschaft. Nach Prinzessin Dianas Einlieferung kämpften die Ärzte zwei Stunden lang verzweifelt darum, ihr Herz wieder in Gang zu setzen und die inneren Blutungen zu stoppen, während die Außenwelt auf Nachrichten wartete. Nach der Öffnung des Brustkorbs offenbarte sich ein erheblicher Riss in der linken Lungenvene. Obwohl die Vene genäht wurde und trotz zweistündiger externer und interner Herzmassage konnte der Kreislauf nicht wieder in Gang gebracht werden. Der Eintritt des Todes wurde um 4 Uhr heute Morgen festgestellt. Prinzessin Diana starb buchstäblich an einem gebrochenen Herzen. Offen gestanden, sie hätte spätestens 5 bis 6 Minuten nach dem Unfall im Operationssaal liegen müssen. Dann hätte sie eine gute Überlebenschance gehabt. Sie war im Endeffekt schon lange tot. Aber man braucht schon eine Menge Mut, um sich umzudrehen und zu sagen, die Prinzessin von Wales ist tot. Und so haben sie es viel länger weiter versucht, als sie es bei jedem anderen getan hätten. Man sagte, sie sei unberechenbar. Unberechenbar. Unberechenbar nicht? Das war sicher Mord. Ich glaube nicht an einen Unfall. Ein Mord als Unfall getarnt. Die Ächtung von Landminen, das hat einigen Leuten nicht gefallen. Sie wollten nicht, dass die Stiefsöhne Moslems werden. Der weiße Mini, der nie gefunden wurde. Die Einbalsamierung. Der Blitz. Der Geheimdienst war darin verwickelt. So viele Widersprüche. Man kann nicht glauben, dass das ein normaler Unfall gewesen ist. Im Jahr 1980 wurde die Welt erstmals auf Lady Diana Spencer aufmerksam. Ich bin überrascht, dass sie mutig genug ist, sich mit mir einzulassen. Natürlich. Dianas Märchenhochzeit war der Stoff, aus dem Legenden sind. Does Prince William have a favorite toy? Er liebt seinen Koala-Bär Jamie. Durch ihre Schönheit, Ungezwungenheit und ihren Charme wurde sie sofort zu einer weltweiten Ikone. Aber später zerbrach Dianas Ehe und aus dem Traum wurde eine königliche Peinlichkeit.
Diana versuchte, eine neue Rolle für sich zu finden und unterstützte dabei gelegentlich umstrittene Projekte. Vor diesem Hintergrund erschien ihr gewaltsamer und plötzlicher Tod vielen Menschen höchst verdächtig. Eines Tages, wir hatten uns gerade im Kensington-Palast zu einer gemütlichen Plauderei niedergelassen, da klingelte das Telefon. Sie nahm ab und plötzlich schnappte sie mich und zog mich ans Telefon. Also ihr Ohr auf der einen Seite und mein Ohr auf der anderen. Und sie bekam eine Morddrohung. Es ging um die Landminen. Sie solle sich nicht in Dinge einmischen, von denen sie keine Ahnung habe. Und wie schnell Unfälle passieren können. So wie ich das sehe, wurde ihr Tod vom MI5 geplant und ausgeführt. Mein Argument dafür war immer, dass sie festgestellt haben, wie mächtig Diana geworden war und dass sie darum eine Bedrohung für die königliche Familie darstellte. Die königliche Familie und die Kräfte um sie herum, also die etablierten Sicherheitsdienste MI5, MI6 und geheimere Organisationen als diese, die sind nicht wie Mary Poppins. Diese Leute haben kein Problem damit, jemanden zu beseitigen, auch eine größere Anzahl von Leuten, wenn es ihren Zielen dient. Ein Faktor, an dem sich der Verdacht einer Beteiligung der Geheimdienste entzündet, ist die Möglichkeit, dass der Fahrer des Wagens, Henri Paul, selbst ein Geheimdienstmitarbeiter war. Vermutlich war Henri Paul einer der vielen Informanten, die Briten und Franzosen innerhalb des Hotels hatten. Henri Paul war mit Sicherheit ein Informant des französischen Geheimdienstes. Das Interesse ist offensichtlich. Ein großes Hotel, besucht von wichtigen Personen. Wen treffen Sie? Warum sind Sie da? Er wurde von jemandem bar bezahlt und hatte überall auf der Welt Konten. Die finanziellen Transaktionen, die einige von uns untersucht haben, ergaben eindeutig, er hat Geld von Geheimdiensten bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er für ausländische Dienste gearbeitet hat und die ihn dafür bezahlt haben. Wahr ist, dass mein Freund Kontakte zu Geheimdiensten hatte, aber ich wiederhole, das war ausschließlich im Rahmen seiner Arbeit. Er hat ein gutes Gehalt, er war 41. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass er jede Menge Trinkgeld in bar bekommen hat. Das ist meine Erklärung. Doch selbst wenn Henri Paul ein bezahlter Informant oder gar ein Geheimdienstagent gewesen wäre, welche Schlussfolgerungen ließen sich daraus ziehen? Was würde es ändern? Es ist ein ziemlich großer Unterschied, ob man ein Informant oder ein Mörder im Auftrag eines Geheimdienstes ist. Soweit ich das beurteilen kann, wenn es Mörder im Auftrag westlicher Geheimdienste gibt, dann sind sie keine Selbstmörder. Ich glaube nicht, dass Henri Paul sein Leben für den MI6 geopfert hat. Einige Leute vertreten die Ansicht, dass Henri Paul ein Bauernopfer war. Sie glauben, er sei von Geheimdienstlern in den Tunnel gelockt worden, damit entweder eine im Auto befindliche Bombe gezündet oder der Wagen auf andere Art angegriffen werden konnte. Die Franzosen haben den Wagen bis ins kleinste Detail untersucht und kamen zu dem Schluss, dass er vor dem Unfall in einem perfekten Zustand war. Die Bremsen waren intakt, die Steuerung war intakt und sie fanden keinen Beweis für irgendeinen explosiven Gegenstand. Es wurde festgestellt, dass der Wagen technisch in Ordnung war. Das widerspricht jeder Theorie, die davon ausgeht, dass das Fahrzeug zuvor manipuliert oder im Tunnel angegriffen wurde. Eine weitere Verschwörungstheorie entwickelte sich durch eine Entdeckung dieses Mannes, dem Leiter der polizeilichen Untersuchung. Als ich die Beweise zusammentrug, entdeckte ich einige Bruchstücke, genauer gesagt Plastikteile von einem anderen Auto, das immer noch nicht identifiziert werden konnte. Für mich lag sofort die Annahme nahe, dass es eine Art Zusammenstoß gegeben haben musste. Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Die französische Polizei fand Spuren einer weißen Farbe am vorderen rechten Kotflügel des verunglückten Mercedes und nahe des Tunneleingangs Bruchstücke vom Rücklicht eines weißen Fiat Uno, Baujahr zwischen 1983 und 1987. Daraus ließ sich der Unfallhergang ermitteln. In the right-hand lane.
Auf der rechten Spur befand sich ein Fiat Uno und er bewegte sich mit ungefähr 50 Stundenkilometern. Die Franzosen beschlossen, die Rolle des Fiat als harmlos zu bewerten. Mit anderen Worten, er rammte den Mercedes nicht, er spielte auch keine aktive Rolle, er war einfach da. Nun, Henri Paul sah ihn möglicherweise erst spät und versuchte, ihm auszuweichen. Leider misslang das. Er rammte mit dem vorderen Teil seines Mercedes das Heck des Fiat Uno und verlor daraufhin die Kontrolle. Das führte zunächst zu einem leichten Schlenker nach rechts und dann traf der Wagen, den Ermittlungen zufolge mit knapp 100 Stundenkilometern, den 13. Pfeiler. Der Fiat Uno wurde nie wieder gesehen. Die französische Polizei hat versucht, den weißen Fiat und den Fahrer zu finden, leider ohne Erfolg. Wir haben 3 Einheiten für die Suche eingesetzt. 3.500, vielleicht 4.000 Fahrer dieser Fahrzeuge, dieses Modells und dieser Baujahre wurden überprüft. Wir haben ihn nicht gefunden. Es ist sehr merkwürdig, dass der Wagen nie gefunden wurde. Ganz Frankreich war auf der Suche. Doch er konnte nirgendwo gefunden werden, nicht von der Polizei und auch nicht zufällig von jemand anderem. Absolut außergewöhnlich. Einige Augenzeugen berichteten von einem Blitz, der aus dem Tunnel gekommen sei. Ein sehr heller Blitz. Woher kam er? Nun, es gibt eine Möglichkeit, die ich sehr stark in Betracht ziehe. Er kam aus dem Heck dieses mysteriösen Fiat. Dieser Blitz, der ja anscheinend außerordentlich hell war, muss den Fahrer geblendet haben. Wir wissen, wie stark Blitzlicht blenden kann. Die Armee nutzt es genau zu diesem Zweck, wie jeder weiß. Total geblendet, Kontrolle verloren, Ende der Geschichte. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass der geheimnisvolle Fahrer James Anderson war, ein bekannter Paparazzo, der später Selbstmord beging. Er hatte ein gutes Verhältnis zu Diana und Dodi und besaß einen weißen Fiat Uno. Einige Leute glauben, dass er für den Geheimdienst arbeitete und das Paar über Handy dazu brachte, die ungewöhnliche Route durch den Tunnel zu nehmen. Es muss daran erinnert werden, dass er die Erlaubnis hatte, Diana und Dodi zu folgen. Dodi vertraute ihm vorbehaltlos. Wir wissen auch, dass Anderson, wie jeder andere, der Kontakt zu VIPs hat, vom französischen Geheimdienst kontaktiert und kontrolliert worden war. Er arbeitete als Informant genau wie Henri Paul, der Fahrer des Mercedes. Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass er es war, der Diana angerufen hat. Leider gibt es dafür keine Beweise. Kurz nach dem Unfall wurde er von der französischen Polizei befragt und danach wurden die Untersuchungen gegen ihn eingestellt, weil er anhand von Tankquittungen nachweisen konnte, dass er zum fraglichen Zeitpunkt an einem anderen Ort in Frankreich war und dass er für den nächsten Tag ein Flugticket nach Korsika besaß. Außerdem stand sein weißer Fiat Uno aufgebockt und ohne Räder auf einem Feld neben seinem Haus, 250 Kilometer von Paris entfernt. Die Brigade Criminelle fuhr zu dem Ort, an dem der Wagen abgestellt war. Er war dort seit 3-4 Monaten aufgebockt. Sie bestätigten, dass er keine Räder hatte und dass er nicht bewegt worden war. Wir schlossen ihn aus. Ich befragte ihn persönlich, um sicherzugehen, dass er nichts gesehen hatte. Der Verdacht gegen Anderson verstärkte sich, als seine verbrannte Leiche im Mai 2000 in seinem Auto, nicht der Fiat Uno, aufgefunden wurde. Offenbar hatte er sich selbst umgebracht. Ich sprach mit der Richterin, die die gerichtliche Untersuchung seines Selbstmords leitete, und sie sagte mir, ich hätte gern etwas Verdächtiges gefunden, aber da war nichts. Ich habe herausgefunden, dass er sich aufgrund persönlicher Probleme umgebracht hat, die recht gut belegt werden konnten. Und sie sind sicher in ihrem Bericht festgehalten. Sie fand keinen Beweis oder irgendeinen Hinweis darauf, dass er oder sein Fiat in der Nacht, in der Diana starb, in Paris waren. Kurz gesagt, es gibt bisher keinen schlüssigen Beweis, der Anderson mit dem weißen Fiat Uno im Tunnel in Verbindung bringt. Eine Möglichkeit ist, dass die französische Polizei den Fahrer des Fiat Uno gefunden hat, aber weil sie von seiner völligen Unschuld überzeugt ist, seine Identität geheim hält, um ihn so davor zu schützen, den Rest seines Lebens von den Anhängern verschiedener Verschwörungstheorien behelligt zu werden.
Ein anderer Verdacht ergibt sich aus der Frage, warum der Tunnel schon am Sonntagmorgen gereinigt war und freigegeben wurde, nur 4 Stunden nach der Bergung der Opfer. Nach einem normalen Unfall wird die Straße nicht desinfiziert. Und sie lassen das Wrack nicht gleich darauf einfach verschwinden. Nicht in Paris, wo sie schon Teile der Straße absperren, wenn sich ein normaler Unfall ereignet hat. Nachdem alle Beweise gesichert worden waren, erlaubte ich am Morgen, den Tunnel wieder zu öffnen. Es gab keinen Anlass, den Tunnel als eine Art Heiligtum geschlossen zu halten. Dann hätten wir ihn für 10 Jahre sperren müssen. Alle Beweisstücke waren eingesammelt worden. Alles, was aufgenommen werden konnte, war aufgenommen worden. Daher habe ich persönlich die Öffnung des Tunnels veranlasst und der Verkehr begann sich zu normalisieren. Sowohl die Polizei als auch eine gerichtliche Untersuchung kamen zu dem Schluss, dass der Unfall durch Henri Pauls Alkoholgenuss in Kombination mit überhöhter Geschwindigkeit verursacht wurde. Im Gerichtsmedizinischen Institut von Paris wurde festgestellt, dass er von verschiedenen Substanzen bis zum Dreifachen der erlaubten Menge im Blut hatte, darunter Antidepressiva. Es gab ferner Indizien für Alkoholismus und einen erhöhten Kohlenmonoxidwert. Das ganze Videomaterial dieses Abends von den Innenräumen des Ritz zeigt Henri Paul, wie er herumläuft und nicht einen Moment lang einen betrunkenen Eindruck macht. Es gab keinen Hinweis von Zeugen, dass er etwas getrunken hat. Und er war mindestens 2 Stunden da, bevor sie abfuhren. Unglaublich. Henri Paul war geschieden und lebte allein in einem Apartment in der Nähe des Ritz. Er war in der Gegend wohl bekannt und gut gelitten. Er spielte regelmäßig Tennis, besaß eine Lizenz als Privatpilot und hatte über 600 Flugstunden. Als ich dieses Restaurant 1992 kaufte, war Henri Paul schon Stammgast hier. Er kam jeden Mittwoch um 9:30 mit seinen Freunden, genau hierher an diesen Tisch. Welche Erinnerung habe ich an ihn? Er war ein guter Kerl, ein guter französischer lächelnder Kerl. Er hat kleine Flugzeuge geflogen. Ich bin Hubschrauberpilot und wir sind oft zusammengeflogen. Ich kenne ihn schon lange, seit 1992. Und ich habe ihn nie betrunken gesehen. Wie wir in Frankreich sagen, gay. Das heißt lebenslustig, aber nicht betrunken. Mein Freund liebte das Leben. Soweit es mich betrifft, ich habe ihn nie betrunken gesehen, weder verrückt noch sinnlos betrunken. Ich habe eine fliegerärztliche Tauglichkeit, die beweist, dass er bei guter Gesundheit war und ein Flugzeug führen durfte. Dieses Attest wurde 2 Tage vor seinem Tod von einem bei der zivilen Luftfahrtbehörde zugelassenen Arzt unterschrieben. Er war vollkommen normal. Waren also die Blutproben tatsächlich von Henri Paul oder wurden sie vertauscht? Es liegt auf der Hand, dass man die Zusammensetzung einer Blutprobe verändern oder sie mit einer anderen vertauschen muss, wenn man möchte, dass es so aussieht, als ob Henri Paul in dieser Nacht betrunken war. Zufällig war in jener Nacht noch eine andere Leiche im forensischen Institut, jemand, der an Alkoholismus gestorben war. Die Person, die die Blutuntersuchungen durchgeführt hat, ist seitdem fantastisch aufgestiegen und will darüber nicht reden. Ich wundere mich nur. Ich war während der ganzen Autopsie von Henri Paul anwesend. Die Vorgehensweise des forensischen Instituts war so: Die Proben wurden entnommen und dann wurden sie vor meinen Augen automatisch zugeordnet, nummeriert und von uns versiegelt. Das alles geschah unter meinem Namen. Ich trage dafür die Verantwortung. Wenn jemand auch nur einen Moment lang glaubt, es sei möglich gewesen, etwas auszutauschen, dann ist das ein Hirngespinst. Das möchte ich betonen. So, da haben Sie es. Weil es Anschuldigungen gegen die Fotografen gab, wurde hier im Justizpalast am Dienstag nach dem Unfall ein Untersuchungsrichter benannt.
Richter Stefan, der die Untersuchung leitete, wurde am Dienstag eingesetzt. Er leitete die Untersuchung sehr geschickt. Am Donnerstag, es war der 4. September, ging er noch einmal ins Leichenschauhaus und überwachte die Entnahme eines zweiten Satzes Proben. Dies führte er in Anwesenheit einiger Polizisten und Justizmitarbeiter durch. Und er hat es fotografiert. Die Proben erbrachten die gleichen Resultate wie beim ersten Mal. Da gibt es einen weltberühmten analytischen Chemiker aus Neuseeland, der in den 70ern begonnen hat, Kampfpiloten zu untersuchen, die bei Unfällen getötet wurden. Er fand heraus, und heute ist es allgemein anerkannt, dass bei solchen Unfällen die Eingeweide der Opfer, dieses Ethanol produzieren. Es entsteht bei einem Unfall, bei schweren Unfällen, und geht ins Blut. Wenn man also ihr Blut entnimmt, sieht es so aus, als ob sie betrunken gewesen wären. Stimmt aber nicht. Unabhängige Experten weisen darauf hin, dass die Kühlung einer Leiche diesen Prozess beendet. Die Alkoholwerte in Henri Pauls Körper sind dadurch nicht zu erklären. Möglicherweise ist es ja viel einfacher. Ich war sehr viele Jahre Polizist. Die meisten Alkoholiker, die ich wegen Trunkenheit am Steuer mit auf die Wache genommen habe, konnten trotz allem geradeaus gehen. Das ist normal. Ein gewohnheitsmäßiger Trinker erscheint ziemlich nüchtern. Man kann nicht erkennen, wie es in seinem Kopf aussieht. Seine Beeinträchtigung, die Unfähigkeit, schnell zu reagieren, die Fähigkeit oder Unfähigkeit, sich zu konzentrieren. Viele Menschen glauben, Diana sei ermordet worden, weil sie mit einem Kind von Dodi Al-Fayed schwanger gewesen sei. Die königliche Familie habe kein so nah verwandtes muslimisches Kind haben wollen. Und sie behaupten, Dianas Leiche sei in Frankreich einbalsamiert worden, um das zu vertuschen. Prinzessin Dianas Leiche kam am Sonntagnachmittag in Großbritannien an. Wir wollen klären, ob sie in Frankreich einbalsamiert wurde und darlegen, wieso in dieser Frage so viel Verwirrung entstanden ist. Ihre Leiche wurde vom Flugplatz direkt in ein Leichenschauhaus in West London gebracht. Ich muss zunächst den Unterschied zwischen einer vollständigen und einer teilweisen Einbalsamierung erklären. Eine vollständige Einbalsamierung schließt die Perfusion der Arterien des Leichnams ein. Die Einbalsamierungsflüssigkeit erreicht so alle Gewebe und Organe des Körpers. Das zerstört alle Bakterien, Keime und Viren, die in dem Körper gewesen sein könnten. Im Fall der Prinzessin von Wales wurde diese vollständige Einbalsamierung nicht angewendet. Als wir die Leiche zum ersten Mal sahen, war der Nacken in Watte eingepackt, die mit Einbalsamierungsflüssigkeit getränkt war, vermutlich um den Kopf zu erhalten. Normalerweise wird die Flüssigkeit durch das arterielle System injiziert, um den Kopf auf diese Weise einzubalsamieren. Sie wäre dann durch alle Arterien des Körpers gelaufen. Der obere Brustbereich war ebenfalls mit in Formalin getränkter Watte einbalsamiert. Das alles ist keine vollständige Einbalsamierung. Es scheint eher eine vorübergehende kosmetische Maßnahme gewesen zu sein. Keiner dieser Versuche einer teilweisen Einbalsamierung hat mit den Beinen oder dem Unterkörper zu tun. Der Uterus ist nach meiner Ansicht von keiner der Maßnahmen betroffen gewesen, die ich gerade geschildert habe. Aber war sie schwanger? Während ihres Urlaubs am Mittelmeer war Diana anscheinend immer noch bis über beide Ohren in einen Mann verliebt, den sie seit 2 Jahren kannte, den pakistanischen Herzspezialisten Hasnat Khan. Sie rief Hasnat jeden Tag vom Boot aus an und sie telefonierte mit seiner Familie. Sie war dafür verantwortlich, dass die Fotografen dort waren. Sie rief die Presse an und verriet, wo das Boot war. Und dann beschwerte sie sich, dass die Bilder zu körnig wären. Die ganze Sache war ein abgekartetes Spiel zwischen ihr und Dodi, um Hasnat Khan eifersüchtig zu machen. Hasnat war der Mann, den sie heiraten wollte.
Dodi und Diana hatten offenbar getrennte Kabinen an Bord. Und auf die Bodyguards wirkten sie eher wie Bruder und Schwester und nicht wie ein Liebespaar. Das macht eine Schwangerschaft unwahrscheinlich. Prinzessin Dianas Sarg wurde im Leichenschauhaus geöffnet. Robert Thompson war Zeuge der Autopsie. Der Pathologe öffnete die Gebärmutter und sagte, sie sei nicht schwanger, soweit das mit bloßem Auge festgestellt werden könne. Ich sah keine Anzeichen einer Schwangerschaft. Mein Urteil ist daher, dass sie nicht schwanger war. Wenn Prinzessin Diana nicht schwanger war und es keinen Mordkomplott für die Augustnacht 1997 in Paris gab, wer hat sie dann umgebracht? War es schlichtweg Henri Paul? Das wäre zu einfach. Die eigentliche Frage ist nicht wer, sondern was Prinzessin Diana umgebracht hat. Vier Jahre vor Dianas Tod zerbrach ihre Ehe. Der Druck wurde überwältigend. Prinzessin Diana beschloss, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Sie bestand außerdem darauf, dass der Polizeischutz für sie aufgehoben wurde. Das entfernte einen der letzten verbliebenen Schutzschilde zwischen ihr und den Paparazzi. Als ich vor 12 Jahren mein Leben in der Öffentlichkeit begann, verstand ich, dass die Medien daran interessiert sein könnten, was ich tat. Mir war schon damals klar, dass sich ihre Aufmerksamkeit unausweichlich auf unser öffentliches und privates Leben richten würde. Aber ich war weder darauf gefasst, wie erdrückend diese Aufmerksamkeit sein kann, noch in welchem Maß sie meine öffentlichen Verpflichtungen und mein Privatleben beeinflussen würde. Und das in unerträglicher Weise. Diana hatte in den 16 Jahren zuvor unter dem Schutz von Scotland Yard gelebt. Das wurde auf einen Schlag abgeschafft. Da haben sie die meist fotografierte Frau der Welt, eine Ikone, die plötzlich alleine rumspaziert. Das führte zu gewaltigen Problemen. In der Nacht ihres Todes wurden die Folgen des fehlenden königlichen Schutzes mehr als spürbar. Private Leibwächter können ihn einfach nicht ersetzen, insbesondere wenn es um Paparazzi geht. In der fraglichen Nacht gab es zwei Sicherheitsexperten, beides Ex-Militärs. Keiner der beiden hatte Polizeierfahrung. Sicher konnten sie ein Mitglied der königlichen Familie effektiv vor einem Angreifer schützen. Aber sie hatten keinerlei Unterstützung durch die Polizei, wie sie ein guter Personenschutz braucht. Sie müssen in der Lage sein, an weiterführende Informationen zu kommen. Sie brauchen alle möglichen Informationen, die nun mal nur die Polizei hat. Jede Hauptstadt der Welt hat tagtäglich mit VIPs zu tun, die das Land besuchen. Jeder hat eine Abteilung für diese Anlässe. Sie hätten mit der Botschaft und der Polizei Kontakt aufnehmen sollen und man hätte für ihre Sicherheit gesorgt. Gerade im Umgang mit den Paparazzi machten sie vielleicht die schwersten Fehler. Worum ging es bei dieser Hysterie? Gut, da waren die Fotografen, die ihre Bilder machen wollten. Und sie waren aggressiv, absolut richtig. Denn ein paar Tage zuvor hatte ein Fotograf $1 Million für ein Bild bekommen, das unscharf und aus großer Entfernung aufgenommen worden war und angeblich die beiden im Meer von Sardinien zeigte, wie sie sich küssten. Gut, es gab eine Art Wahn. War das gefährlich? War irgendjemand in Lebensgefahr? Nein, und es gab keinen Grund, das anzunehmen. Wenn man 100 Journalisten hat, die ein gutes Bild von Diana machen möchten, ist es in deren Interesse, dass sie am Leben bleibt. Also geht man einen Handel ein. Man baut eine Beziehung zu ihnen auf, geht auf ihre Wünsche ein. Das hätte Rhys Jones tun müssen, aber das hat er nicht getan. Er mauerte und machte sie sich zum Feind. Und wenn man so mit den Paparazzi umgeht und sie dann abhängen will, ist das ein Spiel, das man nicht gewinnen kann. Und warum haben Dodi Al-Fayed und sein Team in dieser Nacht nicht die normale Route zu seinem Apartment genommen? Da wollte einer angeben. Da wollte einer die Paparazzi abhängen, die da schossen. Und was schossen sie? Bilder. Und so fuhren sie die Cour la Reine hinunter. Man gab Gas. Henri Paul drückte auf die Tube, angetrunken oder nüchtern. Und sie hatten im Tunnel einen Unfall.
And they crashed in the tunnel. Mathematische Berechnungen haben ergeben, dass Henri Paul in den Tunnel mit mindestens 120, vielleicht aber auch 150 Stundenkilometern hineinfuhr. Jeder, der in den Tunnel mit 120 bis 150 hineinfährt, braucht nicht mehr viel, um mit dem Wagen zu verunglücken. Wenn da tatsächlich noch irgendetwas war, war der Unfall sozusagen unvermeidlich. Do you know what Henri Paul's car was? Wissen Sie, was für ein Auto Henri Paul privat fuhr? Henri Paul fuhr einen Mini. Und es war kein neues Modell, sondern ein alter mit Automatikgetriebe. Nun, nehmen wir an, Sie seien nüchtern. Sie sind es gewohnt, diesen kleinen Wagen zu bewegen. Und es war ein langer Tag. Und jetzt sind Sie in dieser hoch angespannten Situation. Und Sie wollen beweisen, dass Sie Herr der Lage sind, was Henri Paul sicher beweisen wollte und was auch Dodi vermutlich beweisen wollte. Sie steigen in den Wagen und sind jetzt Henri Paul. Sie haben einen dicken Mercedes mit ABS und manueller Schaltung und Sie rasen die Cour la Reine hinunter. And you go barreling down the Cour la Reine. Was glauben Sie, was Ihre Reflexe Ihnen sagen? Sie sind erst seit 4, höchstens 5 Minuten in dem Auto unterwegs. Glauben Sie, Sie haben dann schon ein Gefühl für den Wagen? Sie fahren über den Hubbel am Tunneleingang und die Räder heben ab. Plötzlich sehen Sie ein anderes Auto, einen Fiat Uno, der dahin schleicht. Und Sie versuchen, ihm auszuweichen? Nein. Januar 2004. Der königliche Untersuchungsrichter Michael Burgess eröffnet ein Verfahren zum Tod Prinzessin Dianas. Die Ermittlungen konnten erst aufgenommen werden, als alle französischen Untersuchungen abgeschlossen waren. Die französischen Nachforschungen konzentrierten sich auf das eventuell kriminelle Verhalten der Paparazzi. Doch bei der Eröffnung des britischen Verfahrens forderte der Untersuchungsrichter Scotland Yard auf, der Frage nachzugehen, ob es ein Mordkomplott gegeben hat. Der frühere Commissioner der Metropolitan Police, Lord Stevens, leitet das Ermittlungsteam. Es gibt jede Menge Verschwörungstheorien, die sich um den tragischen Tod der drei Menschen in dem Tunnel drehen. Meine Aufgabe ist es, dem Untersuchungsrichter unsere Ergebnisse mitzuteilen. Wir untersuchen jeden einzelnen Aspekt einer Verschwörungstheorie, um eine sorgfältige Aufklärung zu gewährleisten. Mr. Burgess trat inzwischen zurück. Lord Stevens muss nun dem Nachfolger Bericht erstatten. Ende 2006 legt John Stevens seinen Abschlussbericht vor und kommt zu dem Schluss, es war ein tragischer Unfall. Den Verschwörungstheorien wird das keinen Abbruch tun. Viele Menschen haben bis heute nicht akzeptiert, dass der Tod von Diana und Dodi ein Unfall war. Der Vater Mohammed Al-Fayed besteht nun noch auf einer weiteren gerichtlichen Untersuchung. Doch am Ende wird er mit der Wahrheit leben müssen, dass Dianas Tod keine Intrige war, sondern eine Tragödie. Die Leiche kam am Sonntagnachmittag in Großbritannien an. Wir wollen klären, ob sie in Frankreich einbalsamiert wurde und darlegen, wieso in dieser Frage so viel Verwirrung entstanden ist. Ihre Leiche wurde vom Flugplatz direkt in ein Leichenschauhaus in West London gebracht.
Ich muss zunächst den Unterschied zwischen einer vollständigen und einer teilweisen Einbalsamierung erklären. Eine vollständige Einbalsamierung schließt die Perfusion der Arterien des Leichnams ein. Die Einbalsamierungsflüssigkeit erreicht so alle Gewebe und Organe des Körpers. Das zerstört alle Bakterien, Keime und Viren, die in dem Körper gewesen sein könnten. Im Fall der Prinzessin von Wales wurde diese vollständige Einbalsamierung nicht angewendet. Als wir die Leiche zum ersten Mal sahen, war der Nacken in Watte eingepackt, die mit Einbalsamierungsflüssigkeit getränkt war, vermutlich um den Kopf zu erhalten. Normalerweise wird die Flüssigkeit durch das arterielle System injiziert, um den Kopf auf diese Weise einzubalsamieren. Sie wäre dann durch alle Arterien des Körpers gelaufen. Der obere Brustbereich war ebenfalls mit in Formalin getränkter Watte einbalsamiert. Das alles ist keine vollständige Einbalsamierung. Es scheint eher eine vorübergehende kosmetische Maßnahme gewesen zu sein. Keiner dieser Versuche einer teilweisen Einbalsamierung hat mit den Beinen oder dem Unterkörper zu tun. Der Uterus ist nach meiner Ansicht von keiner der Maßnahmen betroffen gewesen, die ich gerade geschildert habe. Aber war sie schwanger? Während ihres Urlaubs am Mittelmeer war Diana anscheinend immer noch bis über beide Ohren in einen Mann verliebt, den sie seit 2 Jahren kannte, den pakistanischen Herzspezialisten Hasnat Khan. Sie rief Hasnat jeden Tag vom Boot aus an und sie telefonierte mit seiner Familie. Sie war dafür verantwortlich, dass die Fotografen dort waren. Sie rief die Presse an und verriet, wo das Boot war. Und dann beschwerte sie sich, dass die Bilder zu körnig wären. Die ganze Sache war ein abgekartetes Spiel zwischen ihr und Dodi, um Hasnat Khan eifersüchtig zu machen. Hasnat war der Mann, den sie heiraten wollte. Dodi und Diana hatten offenbar getrennte Kabinen an Bord. Und auf die Bodyguards wirkten sie eher wie Bruder und Schwester und nicht wie ein Liebespaar. Das macht eine Schwangerschaft unwahrscheinlich. Prinzessin Dianas Sarg wurde im Leichenschauhaus geöffnet. Robert Thompson war Zeuge der Autopsie. Der Pathologe öffnete die Gebärmutter und sagte, sie sei nicht schwanger, soweit das mit bloßem Auge festgestellt werden könne. Ich sah keine Anzeichen. Geheimnisvolle Fahrer James Anderson war, ein bekannter Paparazzo, der später Selbstmord beging. Er hatte ein gutes Verhältnis zu Diana und Dodi und besaß einen weißen Fiat Uno. Einige Leute glauben, dass er für den Geheimdienst arbeitete und das Paar über Handy dazu brachte, die ungewöhnliche Route durch den Tunnel zu nehmen. Es muss daran erinnert werden, dass er die Erlaubnis hatte, Diana und Dodi zu folgen. Dodi vertraute ihm vorbehaltlos. Wir wissen auch, dass Anderson, wie jeder andere, der Kontakt zu VIPs hat, vom französischen Geheimdienst kontaktiert und kontrolliert worden war. Er arbeitete als Informant genau wie Henri Paul, der Fahrer des Mercedes. Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass er es war, der Diana angerufen hat. Leider gibt es dafür keine Beweise. Kurz nach dem Unfall wurde er von der französischen Polizei befragt und danach wurden die Untersuchungen gegen ihn eingestellt, weil er anhand von Tankquittungen nachweisen konnte, dass er zum fraglichen Zeitpunkt an einem anderen Ort in Frankreich war und dass er für den nächsten Tag ein Flugticket nach Korsika besaß. Außerdem stand sein weißer Fiat Uno aufgebockt und ohne Räder auf einem Feld neben seinem Haus, 250 Kilometer von Paris entfernt. Die Brigade Kriminelle fuhr zu dem Ort, an dem der Wagen abgestellt war. Er war dort seit 3-4 Monaten aufgebockt. Sie bestätigten, dass er keine Räder hatte und dass er nicht bewegt worden war. Wir schlossen ihn aus. Ich befragte ihn persönlich, um sicherzugehen, dass er nichts gesehen hatte. Der Verdacht gegen Anderson verstärkte sich, als seine verbrannte Leiche im Mai 2000 in seinem Auto, nicht der Fiat Uno, aufgefunden wurde. Offenbar hatte er sich selbst umgebracht. Ich sprach mit der Richterin, die die gerichtliche Untersuchung seines Selbstmords leitete, und sie sagte mir, ich hätte gern etwas Verdächtiges gefunden, aber da war nichts. Ich habe herausgefunden, dass er sich aufgrund persönlicher Probleme umgebracht hat, die recht gut belegt werden konnten. Und sie sind sicher in ihrem Bericht festgehalten. Sie fand keinen Beweis oder irgendeinen Hinweis darauf, dass er oder sein Fiat in der Nacht, in der Diana starb, in Paris waren. Diana died.
Kurz gesagt, es gibt bisher keinen schlüssigen Beweis, der Anderson mit dem weißen Fiat Uno im Tunnel in Verbindung bringt. Eine Möglichkeit ist, dass die französische Polizei den Fahrer des Fiat Uno gefunden hat. Aber weil sie von seiner völligen Unschuld überzeugt ist, seine Identität geheim hält, um ihn so davor zu schützen, den Rest seines Lebens von den Anhängern verschiedener Verschwörungstheorien behelligt zu werden. Ein anderer Verdacht ergibt sich aus der Frage, warum der Tunnel schon am Sonntagmorgen gereinigt war und freigegeben wurde, nur 4 Stunden nach der Bergung der Opfer. Wenn ich Ihnen eine Büchse Sardinen gebe, die ich vorher mit einem Hammer bearbeitet habe, eine Stoppuhr starte und Ihnen sage, dass Sie die Sardinen heil herausholen sollen. Die Situation verschlimmerte sich, als Prinzessin Diana aus dem Wagen geholt wurde. Ihr Herz hörte auf zu schlagen. Die Wiederbelebung verursachte eine weitere Verzögerung. Das Notarztteam brauchte ungefähr 1 Stunde, bis der Krankenwagen um 1.35 Uhr losfahren konnte. Er fuhr zum 6 Kilometer entfernten Krankenhaus La Pitié-Salpêtrière. Ein neues Auto, schwer aufzuschneiden. Eine schwierige Gesamtsituation. Mehrere Opfer im Fahrzeug. Das war nicht die schnellste Bergung. Auf der anderen Seite aber auch nicht unangemessen langsam. Auf dieser Route fuhr der Krankenwagen mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 20 Stundenkilometern. Es war etwa 1.55 Uhr, als der Krankenwagen auf der Pont d'Austerlitz in Sichtweite des Krankenhauses erneut anhalten musste. Dieses von einem Paparazzo aufgenommene Bild zeigt einen Polizisten, der den Krankenwagen begleitete. Er verhandelt über Handy mit dem Krankenhaus. Im Krankenwagen ein Arzt, der versucht, Prinzessin Diana wiederzubeleben. Ihr Herzschlag hatte erneut ausgesetzt. Der Krankenwagen erreichte endlich um 2.06 Uhr die Klinik Pitié-Salpêtrière. Le boulevard se couvre de lumière. Die Straße war voller Blaulicht. Von ihrem Anfang da hinten bis hierher. Nur der Polizeipräfekt hatte Zutritt und er sagte zu mir: Monsieur, ich requiriere das Krankenhaus. Das ist ein sehr starkes Wort in Frankreich, requirieren. Er sagte weiter: Ihr Krankenhaus unterliegt meiner Kontrolle und ich bin der Einzige, der hier entscheidet. Die Krankenwagen kommen hier an. Es gibt einen direkten Zugang zu den Operationssälen, eine Etage tiefer. Und dort haben sie die Prinzessin von Wales behandelt. Wie Dr. Calland hat auch Monsieur Mérès Verständnis dafür, dass der Krankenwagen so lange gebraucht hat. Wir hatten es mit Verletzungen zu tun, die mit höchster Präzision, Millimeter für Millimeter behandelt werden müssen. Wenn eine Arterie oder Vene abreißt, dann bedeutet das das Ende. Sie war bereits kurz davor zu sterben. Wenn der Krankenwagen schnell gefahren wäre, hätte das den Tod nur beschleunigen können. Ein anderer Umstand erregt den Verdacht derjenigen, die außerdem darauf, dass der Polizeischutz für sie aufgehoben wurde. Das entfernte einen der letzten verbliebenen Schutzschilde zwischen ihr und den Paparazzi. Als ich vor 12 Jahren mein Leben in der Öffentlichkeit begann, verstand ich, dass die Medien daran interessiert sein könnten, was ich tat. Mir war schon damals klar, dass sich ihre Aufmerksamkeit unausweichlich auf unser öffentliches und privates Leben richten würde. Aber ich war weder darauf gefasst, wie erdrückend diese Aufmerksamkeit sein kann, noch in welchem Maß sie meine öffentlichen Verpflichtungen und mein Privatleben beeinflussen würde. Und das in unerträglicher Weise. In a manner that's been hard to bear. Diana hatte in den 16 Jahren zuvor unter dem Schutz von Scotland Yard gelebt. Das wurde auf einen Schlag abgeschafft. Da haben sie die meist fotografierte Frau der Welt, eine Ikone, die plötzlich alleine rumspaziert. Das führte zu gewaltigen Problemen.
In der Nacht ihres Todes wurden die Folgen des fehlenden königlichen Schutzes mehr als spürbar. Private Leibwächter können ihn einfach nicht ersetzen, insbesondere wenn es um Paparazzi geht. In der fraglichen Nacht gab es zwei Sicherheitsexperten, beides Ex-Militärs. Keiner der beiden hatte Polizeierfahrung. Sicher konnten sie ein Mitglied der königlichen Familie effektiv vor einem Angreifer schützen. Aber sie hatten keinerlei Unterstützung durch die Polizei, wie sie ein guter Personenschutz braucht. Sie müssen in der Lage sein, an weiterführende Informationen zu kommen. Sie brauchen alle möglichen Informationen, die nun mal nur die Polizei hat. Jede Hauptstadt der Welt hat tagtäglich mit VIPs zu tun, die das Land besuchen. Jede hat eine Abteilung für diese Anlässe. Sie hätten mit der Botschaft und der Polizei Kontakt aufnehmen sollen und man hätte für ihre Sicherheit gesorgt. Gerade im Umgang mit den Paparazzi machten sie vielleicht die schwersten Fehler. Worum ging es bei dieser Hysterie? Gut, da waren die Fotografen, die ihre Bilder machen wollten. Und sie waren aggressiv, absolut richtig. Denn ein paar Tage zuvor hatte ein Fotograf $1 Million für ein Bild bekommen, das unscharf und aus großer Entfernung aufgenommen worden war und angeblich die beiden im Meer von Sardinien zeigte, wie sie sich küssten. Gut, es gab eine Art Warn. War das gefährlich? War irgendjemand in Lebensgefahr? Nein, und es gab keinen Grund, das anzunehmen. Wenn man 100 Journalisten hat, die ein gutes Bild von Diana machen möchten, ist es in deren Interesse, dass sie am Leben bleibt. Also der Krankenwagen zur Salpêtrière-Klinik, obwohl mindestens zwei große Krankenhäuser näher an der Unfallstelle liegen. Die Pariser Krankenhäuser unterliegen einem Dienstplan, der einen rotierenden Notdienst vorsieht. In jener Nacht waren wir an der Reihe, die Fälle mit hoher Dringlichkeit zu übernehmen. So wird das intern genannt. Und das heißt, dass sich die besten Experten und alle erforderlichen fachlich geschulten Mitarbeiter hier vor Ort in Bereitschaft befanden, um die Patienten zu behandeln, die mit dem Hubschrauber eingeliefert werden und in sehr schlechter Verfassung sind. In dieser Nacht hatten wir Bereitschaft. Nach Prinzessin Dianas Einlieferung kämpften die Ärzte 2 Stunden lang verzweifelt darum, ihr Herz wieder in Gang zu setzen und die inneren Blutungen zu stoppen, während die Außenwelt auf Nachrichten wartete. Nach der Öffnung des Brustkorbs offenbarte sich ein erheblicher Riss in der linken Lungenvene. Obwohl die Vene genäht wurde und trotz 2-stündiger externer und interner Herzmassage konnte der Kreislauf nicht wieder in Gang gebracht werden. Der Eintritt des Todes wurde um 4 Uhr heute Morgen festgestellt. Prinzessin Diana starb buchstäblich an einem gebrochenen Herzen. Offen gestanden, sie hätte spätestens 5 bis 6 Minuten nach dem Unfall im Operationssaal liegen müssen. Dann hätte sie eine gute Überlebenschance gehabt. Sie war im Endeffekt schon lange tot. Aber man braucht schon eine Menge Mut, um sich umzudrehen und zu sagen, die Prinzessin von Wales ist tot. Und so haben sie es viel länger weiter versucht, als sie es bei jedem anderen getan hätten. Man sagte, sie sei unberechenbar. Unberechenbar? Unberechenbar nicht? Das war sicher Mord. Ich glaube nicht an einen Unfall. Ein Mord als Unfall getarnt. Die Ächtung von Landminen, das hat einigen Leuten nicht gefallen. Sie wollten nicht, dass die Stiefsöhne Moslems werden. Der weiße Mini, der nie gefunden wurde. Die Einbalsamierung. Der Blitz. Der Geheimdienst war darin verwickelt. So viele Widersprüche. Man kann nicht glauben, dass das ein normaler Unfall gewesen ist. Im Jahr 1980 wurde die Welt erstmals auf Lady Diana Spencer aufmerksam. Ich bin überrascht, dass sie mutig genug ist, sich mit mir einzulassen. Natürlich. Dianas Märchenhochzeit war der Stoff, aus dem Legenden sind. Does Prince William have a favorite toy? Prinzessin Dianas Sarg wurde im Leichenschauhaus geöffnet. Robert Thompson war Zeuge der Autopsie.
Der Pathologe öffnete die Gebärmutter und sagte, sie sei nicht schwanger, soweit das mit bloßem Auge festgestellt werden könne. Ich sah keine Anzeichen einer Schwangerschaft. Mein Urteil ist daher, dass sie nicht schwanger war. Wenn Prinzessin Diana nicht schwanger war und es keinen Mordkomplott für die Augustnacht 1997 in Paris gab, wer hat sie dann umgebracht? War es schlichtweg Henri Paul? Das wäre zu einfach. Die eigentliche Frage ist nicht wer, sondern was Prinzessin Diana umgebracht hat. Vier Jahre vor Dianas Tod zerbrach ihre Ehe. Der Druck wurde überwältigend. Prinzessin Diana beschloss, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Sie bestand außerdem darauf, dass der Polizeischutz für sie aufgehoben wurde. Das entfernte einen der letzten verbliebenen Schutzschilde zwischen ihr und den Paparazzi. Als ich vor 12 Jahren mein Leben in der Öffentlichkeit begann, verstand ich, dass die Medien daran interessiert sein könnten, was ich tat. Mir war schon damals klar, dass sich ihre Aufmerksamkeit unausweichlich auf unser öffentliches und privates Leben richten würde. Aber ich war weder darauf gefasst, wie erdrückend diese Aufmerksamkeit sein kann, noch in welchem Maß sie meine öffentlichen Verpflichtungen und mein Privatleben beeinflussen würde. Und das in unerträglicher Weise. In a manner that's been hard to bear. Diana hatte in den 16 Jahren zuvor unter dem Schutz von Scotland Yard gelebt. Das wurde auf einen Schlag abgeschafft. Da haben sie die meist fotografierte Frau der Welt, eine Ikone, die plötzlich alleine rumspaziert. Das führte zu gewaltigen Problemen. In der Nacht ihres Todes wurden die Folgen des fehlenden königlichen Schutzes mehr als spürbar. Private Leibwächter können ihn einfach nicht ersetzen, insbesondere wenn es um Paparazzi geht. In der fraglichen Nacht gab es 2 Sicherheitsexperten, beides Ex-Militärs. Keiner der beiden hatte Polizeierfahrung. Sicher konnten sie ein Mitglied der königlichen Familie effektiv vor einem Angreifer schützen. Aber sie hatten keinerlei Unterstützung durch die Polizei, wie sie ein guter Personenschutz braucht. Sie müssen in der Lage sein, an weiterführende Informationen zu kommen. Sie brauchen alle möglichen Informationen. Zufällig war in jener Nacht noch eine andere Leiche im forensischen Institut, jemand, der an Alkoholismus gestorben war. Die Person, die die Blutuntersuchungen durchgeführt hat, ist seitdem fantastisch aufgestiegen und will darüber nicht reden. Ich wundere mich nur. Ich war während der ganzen Autopsie von Henri Paul anwesend. Die Vorgehensweise des forensischen Instituts war so: Die Proben wurden entnommen und dann wurden sie vor meinen Augen automatisch zugeordnet, nummeriert und von uns versiegelt. Das alles geschah unter meinem Namen. Ich trage dafür die Verantwortung. Wenn jemand auch nur einen Moment lang glaubt, es sei möglich gewesen, etwas auszutauschen, dann ist das ein Hirngespinst. Das möchte ich betonen. So, da haben Sie es. Weil es Anschuldigungen gegen die Fotografen gab, wurde hier im Justizpalast am Dienstag nach dem Unfall ein Untersuchungsrichter benannt. Richter Stefan, der die Untersuchung leitete, wurde am Dienstag eingesetzt. Er leitete die Untersuchung sehr geschickt. Am Donnerstag, es war der 4. September, ging er noch einmal ins Leichenschauhaus und überwachte die Entnahme eines zweiten Satzes Proben. Dies führte er in Anwesenheit einiger Polizisten und Justizmitarbeiter durch. Und er hat es fotografiert. Die Proben erbrachten die gleichen Resultate wie beim ersten Mal. Da gibt es einen weltberühmten analytischen Chemiker aus Neuseeland, der in den 70ern begonnen hat, Kampfpiloten zu untersuchen, die bei Unfällen getötet wurden. Er fand heraus, und heute ist es allgemein anerkannt, dass bei solchen Unfällen die Eingeweide der Opfer,
dieses Ethanol produzieren. Es entsteht bei einem Unfall, bei schweren Unfällen, und geht ins Blut. Wenn man also ihr Blut entnimmt, sieht es so aus, als ob sie betrunken gewesen wären. Stimmt aber nicht. Unabhängige Experten weisen darauf hin, dass die Kühlung einer Leiche diesen Prozess beendet. Die Alkoholwerte in Henri Pauls Körper sind dadurch nicht zu erklären. Möglicherweise ist es ja viel einfacher. Ich war sehr viele Jahre Polizist. Die meisten Alkoholiker, die ich wegen Trunkenheit am Steuer mit auf die Wache genommen habe, konnten trotz allem geradeaus gehen. Das ist normal. Ein gewohnheitsmäßiger Trinker erscheint ziemlich nüchtern. Man kann nicht erkennen, wie es in seinem Kopf aussieht. Seine Beeinträchtigung, die Unfähigkeit, schnell zu reagieren, die Fähigkeit oder Unfähigkeit, sich zu konzentrieren. Ich muss zunächst den Unterschied zwischen einer vollständigen und einer teilweisen Einbalsamierung erklären. Eine vollständige Einbalsamierung schließt die Perfusion der Arterien des Leichnams ein. Die Einbalsamierungsflüssigkeit erreicht so alle Gewebe und Organe des Körpers. Das zerstört alle Bakterien, Keime und Viren, die in dem Körper gewesen sein könnten. Im Fall der Prinzessin von Wales wurde diese vollständige Einbalsamierung nicht angewendet. Als wir die Leiche zum ersten Mal sahen, war der Nacken in Watte eingepackt, die mit Einbalsamierungsflüssigkeit getränkt war, vermutlich um den Kopf zu erhalten. Normalerweise wird die Flüssigkeit durch das arterielle System injiziert, um den Kopf auf diese Weise einzubalsamieren. Sie wäre dann durch alle Arterien des Körpers gelaufen. Der obere Brustbereich war ebenfalls mit in Formalin getränkter Watte einbalsamiert. Das alles ist keine vollständige Einbalsamierung. Es scheint eher eine vorübergehende kosmetische Maßnahme gewesen zu sein. Keiner dieser Versuche einer teilweisen Einbalsamierung hat mit den Beinen oder dem Unterkörper zu tun. Der Uterus ist nach meiner Ansicht von keiner der Maßnahmen betroffen gewesen, die ich gerade geschildert habe. Aber war sie schwanger? Während ihres Urlaubs am Mittelmeer war Diana anscheinend immer noch bis über beide Ohren in einen Mann verliebt, den sie seit 2 Jahren kannte, den pakistanischen Herzspezialisten Hasnat Khan. Sie rief Hasnat jeden Tag vom Boot aus an und sie telefonierte mit seiner Familie. Sie war dafür verantwortlich, dass die Fotografen dort waren. Sie rief die Presse an und verriet, wo das Boot war. Und dann beschwerte sie sich, dass die Bilder zu körnig wären. Die ganze Sache war ein abgekartetes Spiel zwischen ihr und Dodi, um Hasnat Khan eifersüchtig zu machen. Hasnat war der Mann, den sie heiraten wollte. Dodi und Diana hatten offenbar getrennte Kabinen an Bord. Und auf die Bodyguards wirkten sie eher wie Bruder und Schwester und nicht wie ein Liebespaar. Das macht eine Schwangerschaft unwahrscheinlich. Prinzessin Dianas Sarg wurde im Leichenschauhaus geöffnet. Robert Thompson war Zeuge der Autopsie. Der Pathologe öffnete die Gebärmutter und sagte, sie sei nicht schwanger, soweit das mit bloßem Auge festgestellt werden könne. Ich sah keine Anzeichen einer Schwangerschaft. Mein Urteil ist daher, dass sie nicht schwanger war. Wenn Prinzessin Diana nicht schwanger war und es keinen Mordkomplott für die Augustnacht 1997 in Paris gab, wer hat sie dann umgebracht? War es schlichtweg Henri Paul? Es war etwa 1.55 Uhr, als der Krankenwagen auf der Pont d'Austerlitz in Sichtweite des Krankenhauses erneut anhalten musste. Dieses von einem Paparazzo aufgenommene Bild zeigt einen Polizisten, der den Krankenwagen begleitete. Er verhandelt über Handy mit dem Krankenhaus. Im Krankenwagen ein Arzt, der versucht, Prinzessin Diana wiederzubeleben. Ihr Herzschlag hatte erneut ausgesetzt. Der Krankenwagen erreichte endlich um 2.06 Uhr die Klinik Pitié-Salpêtrière. Le boulevard se couvre de... Die Straße war voller Blaulicht. Von ihrem Anfang da hinten bis hierher. Nur der Polizeipräfekt hatte Zutritt und er sagte zu mir, Monsieur, ich requiriere das Krankenhaus.
Das ist ein sehr starkes Wort in Frankreich, requirieren. Er sagte weiter, ihr Krankenhaus unterliegt meiner Kontrolle und ich bin der Einzige, der hier entscheidet. Die Krankenwagen kommen hier an. Es gibt einen direkten Zugang zu den Operationssälen, eine Etage tiefer. Und dort haben sie die Prinzessin von Wales behandelt. Wie Dr. Calland hat auch Monsieur Mérès Verständnis dafür, dass der Krankenwagen so lange gebraucht hat. Wir hatten es mit Verletzungen zu tun, die mit höchster Präzision, Millimeter für Millimeter behandelt werden müssen. Wenn eine Arterie oder Vene abreißt, dann bedeutet das das Ende. Sie war bereits kurz davor zu sterben. Wenn der Krankenwagen schnell gefahren wäre, hätte das den Tod nur beschleunigen können. Ein anderer Umstand erregt den Verdacht derjenigen, die an Prinzessin Dianas Ermordung glauben. Warum fuhr der Krankenwagen zur Salpêtrière-Klinik, obwohl mindestens zwei große Krankenhäuser näher an der Unfallstelle liegen? Die Pariser Krankenhäuser unterliegen einem Dienstplan, der einen rotierenden Notdienst vorsieht. In jener Nacht waren wir an der Reihe, die Fälle mit hoher Dringlichkeit zu übernehmen. So wird das intern genannt. Und das heißt, dass sich die besten Experten und alle erforderlichen fachlich geschulten Mitarbeiter hier vor Ort in Bereitschaft befanden, um die Patienten zu behandeln, die mit dem Hubschrauber eingeliefert werden und in sehr schlechter Verfassung sind. In dieser Nacht hatten wir Bereitschaft. Nach Prinzessin Dianas Einlieferung kämpften die Ärzte zwei Stunden lang verzweifelt darum, ihr Herz wieder in Gang zu setzen und die inneren Blutungen zu stoppen, während die Außenwelt auf Nachrichten wartete. Nach der Öffnung des Brustkorbs offenbarte sich ein erheblicher Riss in der linken Lungenvene, obwohl die Witz zu verbringen und beschlossen, in Dodis Wohnung zurückzukehren. Sie versuchten unauffällig aus dem Hinterausgang des Hotels zu schlüpfen. In einem weiteren Versuch, die Presse abzuschütteln, hatten sie vor, nicht direkt zu Dodis Apartment an den Champs-Élysées zu fahren, sondern einen Umweg entlang des Flusses zu nehmen und später kehrt zu machen. Um 0.20 Uhr am Morgen des 31. August, so die Anzeige der Videoüberwachungskamera des Ritz-Hotels, verließ das Paar das Hotel und trat seine letzte verhängnisvolle Fahrt an. Der Fahrer des Wagens war der Sicherheitschef des Ritz, Henri Paul. Ein Bodyguard, Trevor Rees-Jones, saß auf dem Beifahrersitz. Diana saß hinten auf der rechten Seite. Dies ist die Route, die sie nahmen. Die List, mit der die Paparazzi abgeschüttelt werden sollten, funktionierte nicht. Dodi und Diana wurden beim Verlassen des Ritz entdeckt. Einige Paparazzi folgten ihnen auf dieser Straße. Über diese Fahrt wissen wir recht genau Bescheid. Nicht nur, weil die Paparazzi dicht hinter ihnen waren. Der Wagen wurde auf dem Weg auch von verschiedenen Augenzeugen gesehen. Der Mietwagen, ein schwarzer Mercedes S280, beschleunigte und versuchte, den Fotografen zu entkommen. Ungefähr 3 bis 4 Minuten nach Verlassen des Ritz, kurz nach 0.23 Uhr, erreichte der schwarze Mercedes die Unterführung an der Pont de l'Alma und verunglückte. Ich sah diesen schwarzen Mercedes auf der anderen Seite des Tunnels. Ich sah Rauch am Wrack aufsteigen und die Hupe war noch zu hören. This pretty woman was sitting on the floor between the two rows of seats. Diese gut aussehende Frau saß auf dem Boden zwischen den beiden Sitzreihen. Sie war bewusstlos. Sie stöhnte nur und bewegte ihre Arme und Hände in alle Richtungen. Das heißt, dass sie unter Schmerzen litt, aber nicht sprechen konnte. Ich musste mich auf den Rücksitz setzen, um an ihr Gesicht